Ja, hallihallo, schön seid ihr wieder da. Der Blumenmann ist auch wieder da und ich habe heute eine Weihnachtsdeko-Idee für deinen Fenstersims, für deinen Balkon oder für deinen Eingang. Klitzeklein, aber wirkungsvoll. Kostengünstig, aber toll. Ja, was habe ich ausgedacht? Ich habe da aus meinem Keller eine alte Tontopf geholt, ein Unterteller, damit die Sauerei, das Wasser nicht gleich über deine ganze Hausfassade runterläuft. Dann habe ich da eine wunderschöne Gaultheria, eine Scheinbeere, nicht essbar, winterhart, einfach wunderschön. Ich habe diese Pflanze ausgewählt, weil ich finde, im Winter ist es auch manchmal schön, wenn es noch ein wenig Farbe gibt und darum diese wunderschöne Scheinbeere. Wenn sie trocken hat, wird das Bärchen ein wenig schrumpfelig, ein wenig eintrocknen und sie kommt wieder Wasser und sie ist wieder glücklich. Sie hat gerne feucht, sie ist eine Moorbettpflanze, also nicht vergessen zu gießen. Dann habe ich gedacht, machen wir ihr doch so einen kleinen Aufsetzer, wie einen Schweifstern oder so. Und dazu habe ich da, wenn ich es dann finde, eine Schere, da nehme ich diese, das ist die beste, einen kleinen Ast bereitgelegt. Und dieses Teil wollen wir dann anschließend hier reinmachen. Wir starten doch mal mit dem Einpflanzen. Wichtig ist, unten eine kleine Tonscherbe oder auch einen Stein reinmachen. Dann von der Größe her muss ich da ganz wenig Erde noch reinlegen in den Topf. Dann ritzen wir ganz wenig die Wurzeln auf, damit sie sich etwas besser wieder noch mehr verwurzeln kann. Und stecken, wenn ich jetzt zu viel Erde drin habe, ist auch nicht gut, stecken die Pflanze hier rein. Wichtig ist, dass du etwa 1 cm großen Gießrand lässt, damit dann auch das Wasser, wenn du sie gießt, die Pflanze nicht gleich über den Topf hinabläuft. Und so haben wir schon mit ganz wenig Material eine kostengünstige Idee. Aber ich wäre ja nicht der Blumenmann, wenn ich dir noch mehr zeigen würde. Und zwar wollen wir hier diesen Ast reinmachen. Sieht doch schon toll aus. Nicht gerade, sondern ein wenig schräg. Und dann nehmen wir die 2 Kokossterne und legen die hier oben drauf. Und wer es gerne kitschig hat, oder sage mal nicht ganz naturpur, der nimmt da hier noch so ein. Und ich mache es jetzt mit dem Band, weil ich das Gefühl habe, doch, wir wollen nicht gerade die billigste, aber doch eine sehr, sehr kostengünstige Idee. Und so ein Band hat doch jeder noch zu Hause. Darum lege ich das Band hier oben drum, binde es mit einem Knopf schön an und dann haben wir schon mal das Band hier drin. Dann nehme ich den Heißkleber, den habe ich natürlich schon bereit gemacht, und lege dann mit dem Heißkleber diesen Stern da oben ran. Mal die eine Seite, dann nehme ich da von hinten nochmals viel Heißkleber. Lieber zu viel als zu wenig, weil sonst hast du am falschen Ort gespart. Und schön fest zusammendrücken. Habe ich schon gesagt, was es wichtig ist, dass du den Tontopf schön feucht machst, damit dieser Ton nicht das Wasser aus den Wurzeln saugt, sondern damit wirklich auch die Wurzeln schön genügend Energie durch die nasse Erde bekommen. Und nicht, dass die nasse Erde den Ton vollsaugt. Wenn du jetzt das Gefühl hast, weißt du was, hier unten braucht es noch was, ja, können wir natürlich. Wir können natürlich hier unten auch noch einen Tannenzapfen reinmachen. Man kann verschiedene Sachen reinmachen. Wenn du das Gefühl hast, ich habe noch eine Idee für dich, lieber Blumenmann, schreib es mir unten in die Kommentare. Aber auf die Schnelle eine tolle, wirkungsvolle Balkondeko oder Fensterbankdeko kreieren für die Weihnachtszeit, für die Winterzeit, gezeigt vom Blumenmann extra für dich. Wenn es dir gefallen hat, wenn es dich inspiriert hat, Daumen nach oben nicht vergessen, Abo nicht vergessen und unten ein anderes Video anschauen. Dann sage ich einfach wieder, tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Bis zum nächsten Mal wieder.